Dave und Watch David, hi, was richtig Geiles aus Amerika. Geile Kooperation, Bodega und G-Shock. Kam vor ein paar Wochen raus, war sofort ausverkauft. Schönes Unboxing, wie die Uhr aussieht und, sehen wir nach einem kurzen offiziellen Ausschnitt aus dem Teaser-Video von G-Shock Amerika. Viel Spaß dabei. Oder? Das ganze Video, Link unten in der Beschreibung, ist aber auch auf der G-Shock US-Seite. Bei G-Shock Europe und G-Shock Deutschland ist es nicht zu finden, da es die Uhr dort nicht gab. Und jetzt gucken wir uns mal das Quick and Dirty Unboxing von vorne an und dann gehen wir auch nochmal oben ins Makro rein, dass wir uns dieses geile Schnittchen hier nochmal genauer angucken können. Also viel Spaß dabei! Jetzt wollte ich euch schon mal zeigen, was euch gleich erwartet. So eine kleine Munitionskiste. G-Shock Bodega 2006. 40 Jahre. Ja, sehr geil. Und hier kann man die Büchse öffnen. Guck. Und das ganze Unboxing, wie es so richtig ordentlich aussieht, das gucken wir uns jetzt von oben an. So, hier sehen wir mal die Verpackung. Ich habe das ganze Plastikgeraschel schon mal abgemacht. Braucht ja auch kein Mensch. Bodega G-Shock Anytime and Anywhere. Interessant ist hier, Number 2006 bis 2XXX. Vielleicht hat das etwas mit der Limitierungsauflage zu tun. One of few, also eine von wenigen. Boston, Los Angeles. Schöne Verpackung. 40 Jahre G-Shock, kennen wir schon. Dann machen wir mal auf den Karton, den Koffer hier. Hier sieht man schön nochmal das Logo. Wenn man es denn sieht. Und dann holen wir mal die kleine Munitionskiste hier raus. Zack. Das Ding finde ich auch richtig cool. Ich habe es mir ein bisschen größer vorgestellt. Aber ist schon sehr, sehr geil. Guckt euch das an. Sehr cool gemacht, ne? Hier steht es auch wieder drauf. 2006, 2XX. Man weiß es nicht. 40 Jahre G-Shock. Bla, bla, blub, blub. Ist auch dabei. Ja, sieht cool aus, ne? Eine richtig schöne, geile, kleine, massive Kiste. Machen wir jetzt mal auf. Und tada! Bodega mit der Weltkugel, Weltkarte. Und hier ist die Uhr. Werkzeug dabei zum Wechseln. Was heißt wechseln? Hier seht ihr einen schönen Karabiner. G-Shock Bodega. Seht ihr das? Ja, und dieser Karabiner kommt oben so an die Uhr. Und zwar mit diesen Plastikteilen, was dabei ist. Das zeige ich euch jetzt mal ein Foto dazu. So sieht das Ganze dann aus. Ja, und hier haben wir die Uhr. Sehr, sehr geil, oder nicht? Guckt euch das mal an. Ich finde es echt stark. Ich kenne ja diesen Bügel schon. Aber irgendwie ist es doch nochmal was anderes, wenn es eine offizielle Uhr ist, finde ich. Das ist richtig stark. Gefällt mir sehr gut. Das ist so ein Mondgrau, würde ich mal sagen. Transparent ein bisschen. Sieht sehr geil aus. Ja. Ansonsten noch das Etikett natürlich. Und das war's. Hier auch nochmal 40 Jahre G-Shock-Logo mit drin. Genau. Das kann ich auch noch mal hier dann schön auseinandernehmen und kann das dann entsprechend da dran machen. Sehr geile Idee, wie ihr es schon auf dem Foto gesehen habt. Ich mache es jetzt hier nicht live dran, weil das Ding soll ab in die Schatzkiste.
Und da soll es auch erstmal bleiben. So sieht die Uhr jetzt von ganz nahem aus. Ich hoffe, ihr könnt alles sehen. Hier oben steht es auch schön, Bodega. Ja. Sieht auch geil aus, ne? Hat schon so einen Touch von der allerersten, natürlich, die rauskam, 83. Aber eben eine, mit der man jetzt zum Mond fliegen würde. So einen Eindruck macht sie auf mich. Ja, ansonsten ist ja alles ganz normal. Also da ist jetzt nichts Besonderes dran. Rückseite. Auch toll aus. Eben unique, ne? Passend zur Uhr. Ja, aber ich finde halt den Koffer hier ziemlich geil, muss ich ehrlich sagen. Also das hat was. Mit dieser kleinen Munitionskiste, da hat man sich richtig Gedanken gemacht. Interessant wäre, wie hoch die Auflage ist. Das weiß ich nicht genau. Das werden wir wahrscheinlich wieder nicht erfahren. Aber sie ist zumindest limitiert und es sind alle ausverkauft. Und es gibt wirklich nur noch ein paar Stück. Auch bei eBay. Und ich denke, wenn die weg sind, dann hat sich der Drops auch erstmal erledigt. Dann sind sie bei den Sammlern und dann gehen sie auch erstmal nicht mehr weg. So, ich mache sie jetzt hier auch nochmal ins Handgelenk von oben. Sieht geil aus. Also gefällt mir die Farbe, das ist so ein, ja, so ein mattes Grau, ne? Das glänzt auch nicht. Ja, schön. Schöne Uhr, schönes Paket. Was will man mehr? So, und hier ist die Uhr von vorne nochmal. Sieht super aus, ne? Also das finde ich richtig geil mit diesem durchsichtigen hier und dem SUV-Kantenschutz, so nenne ich es jetzt mal. Gibt es auch bei Alibaba, aber natürlich nicht für diese Uhr. Das ist halt ein Guss. Ich mache es mal ans Handgelenk. Bam! Oder Bo, müsste ich ja sagen, wie Bodega. Guckst du, Digga? Geil, ne? Bah, die macht mich auch schon wieder an. Eben cool mit der Limitierung. Man weiß leider nicht, wie viel. Aber es waren sofort alle weg. Es gibt noch ein paar bei eBay. Wenn die Uhr anmacht, kann ich nur empfehlen, besorgt sie euch, zahlt die Gebühren für den Versand und den Zoll. Es lohnt sich auf jeden Fall. Da habt ihr ein schönes Öhrchen im Schränkchen. Jetzt bin ich auf eure Kommentare gespannt. Hattet ihr die Uhr überhaupt auf dem Schirm? Und wie findet ihr sie? Und wer wird sich noch eine holen? Ich bin echt gespannt, ne? Also, lasst ein Abo da, ganz wichtig, mit Glöckchen. Dann gibt's auch eine Info, sonst gibt's nichts. Also, bis dahin, macht's gut, ne? Ciao.